So, meine Lieben, wir sind heute nochmal am Kreuz Unterfurt, was wir ja kennen. Und ja, wir sehen, es ist alles relativ voll. Und ja, hier innerhalb von Unterfurt ist auch relativ voll. In jede Richtung staut es sich irgendwie ein bisschen. Und die Datei heute hieß Kreuz Unterfurt zu daher kaum Geld für Stahl. Und ich dachte mir gerade, als ich das gelesen habe, wie kaum Geld für Stahl? Ich habe ohne Ende Geld. Unten rechts sieht man das ja. Wie kann ich jetzt kein Geld mehr für Stahl haben? Aber es war damals anders gemeint, merke ich gerade. Und zwar, man bekommt kaum noch Geld für den Stahl, den man abliefert. Einfach, weil das extrem lange gedauert hat, bis der Stahl angekommen ist an der Fabrik. So, und das werden wir gleich zu Gesicht bekommen, wo das genau der Fall ist. Ja, es ist auf jeden Fall bedingt durch das Kreuz Unterfurt, was komplett dicht war jetzt hier. Aber den Stau habe ich jetzt schon gerade ein bisschen abgeschwächt. Da hat sich das wieder gebissen. Andauernd passiert das hier irgendwie. Aber jetzt sollte das erstmal nicht mehr passieren. Genau. Und die Staus lösen sich jetzt alle langsam auf. Das ist immer sehr gut. Weil je schneller der Zug ankommt, umso mehr Geld gibt es dann auch für die entsprechende Ware oder die Passagiere. Genau, also wenn es nach der DB gehen würde, wäre das alles, müsste man trotzdem den gleichen Betrag bezahlen, aber hier ist es automatisch so, wenn du ein bisschen später kommst, gibt es sofort weniger Geld für den Bahnbetreiber. So, genau. An sich ist Kreuz Unterfurt relativ satisfying anzusehen. Aber jetzt zum Beispiel ist es schon fast wieder dabei, sich zu beißen. Wenn die losfahren. Okay, der fährt in die Richtung, das ist gut. Aber das kann schon mal sein, dass die sich dann hier im großen Kreis selbst beißen. So, der fährt ja hier drüber weg. Das ist dann kein Problem. So. Aber wenn die jetzt alle nach links rausfahren würden, könnte es sein, dass die wieder sich gegenseitig blockieren. Wie hier zum Beispiel, da möchte der Regiozug geradeaus fahren, kann aber nicht. So, ich hoffe, jetzt kann er es. Jetzt kann er wieder. Jo, und es beißt sich gleich wieder wahrscheinlich. Naja, müssen wir mal gucken. So. Das läuft hier ganz gut. Beziehungsweise bis auf den Gegenverkehr hier. Ja. Bitte lass den Regiozug durch. Ja. Sehr gut. Okay, der Güterzug möchte auch geradeaus. Das ist auch schlecht. Da müssen wir eigentlich dann tatsächlich mal eine Brücke bauen. Aber ganz kurz vorher mal kurz gucken, wo hier die schlechteste Bewertung ist. Hier. Das ist gar nicht gut. So, oh, da ist auch relativ voll. Da müssen wir mal gerade ein paar Einsatzwagen losschicken, glaube ich. So, die jetzt mal schnell hier losfahren und die Bewertung in Unterfurttal retten. So, warum? Ach so, genau. Dieser eine Holzzug. Ach ne, nicht Holz, sondern der Stahlzug fährt nicht weiter und deswegen kommt der Holzzug auch nicht durch. Super. Tja, wie machen wir das jetzt? Der hier, das beißt sich, der muss echt einmal ein Stückchen weiterfahren. Wo soll er denn hin? Komm, dann müssen wir den einmal zurückholen. So. Sonst wird das hier nicht mehr auf den grünen Zweig kommen. So. Und für diesen Stahl gibt es übrigens nur noch sehr wenig Geld, weil die Züge hier schon ewig gewartet haben. Und das ist genau das, worum es heute geht. Okay, die Bewertung
halten sich hier in Grenzen. Jetzt müssen wir erstmal eine Reihe von Stahlzügen durchlassen, sonst verdienen die gar nichts mehr. So, jetzt können die auch mal langsam wieder los. Schön effizient. Zwei Linksabbieger. Und dann noch ein Kesselzug dabei. Perfekt. So. Boah. Ist hier viel los. So, der Dosto darf durch. Kommt immer noch so viel Stahl hier an, oder was? Bewertung ist ja nicht gerade gut. Aber die müssen ja auch noch weggeschickt werden, alle. Naja. Und hier. Ja, hier sieht's gut aus. Oh. Hier noch nicht so ganz. Ups. Tja, da kommt endlich mal einer an. So, und jetzt werden wieder Opels produziert. So, was verdient der denn jetzt, nachdem er Ewigkeiten gewartet hat? Wahrscheinlich nichts mehr. Oh. Ja, für diese weite Strecke, wo die eigentlich 300.000 oder so machen wahrscheinlich, schätzungsweise, ist das ja echt gar nichts mehr, was die hier verdienen. So, und die Werkbahn darf jetzt schnell die Autos einsammeln und rüberbringen. Jetzt wird eine Menge an Autos ankommen, die da produziert werden. Eigentlich als Warenkisten, aber auf diesen Transportern werden die halt als Autos generiert. So, die werden jetzt langsam immer mehr verdienen. Tja, die Werkbahn ist langsam überfordert bei so vielen Zügen, die plötzlich ankommen.
Tja, so langsam sollte der Stau mal enden, der hier ankommt. Oh nee, kommt noch einer. Ja, verdienen die schon mehr? Noch nicht so richtig, aber ich glaube, das wird jetzt langsam wieder besser. So, ich glaube, der Stau ist jetzt zu Ende. Boah, der verdient jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr hier tatsächlich. Der kriegt schon nicht mehr nur 16.000. So. Ui, jetzt geht's mal wieder in die Höhe, der Preis hier. Der Lohn. Jetzt gibt's wieder Gewinne, Gewinne, Gewinne. Los, los. Da. Ja, so sollte es schon eher sein. Und hier läuft es jetzt auch wieder besser. Und ich glaube, damit haben wir das geschafft, was wir für heute erstmal schaffen wollten. Ja, hier ist es wiederum ziemlich voll. Gut, dann würde ich erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Gottes Segen an alle Zuschauer. Wir sehen uns morgen an der gleichen Stelle wieder. Und dann gucken wir mal, was es dann zu tun gibt. Genau, dieses kleine Malheur ist jetzt zumindest behoben. Bis dann, mach's gut und tschüssi.